Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS25. Jo, wir haben in der letzten Folge hier ein bisschen mit den Ballen rum experimentiert. Ja, und haben ja festgestellt, dass das andere Ballenlager nicht so wirklich funktioniert. Also es gibt Möglichkeiten, wie ich jetzt gelesen habe, wie es gehen könnte. Aber in meinen Augen ist es Schrott. Entweder funktioniert das Ding, ich lade die Ballen ab und hole sie auch wieder normal ab. Dass ich da mit dem Traktor noch groß hin und her machen muss mit dem Ladewagen, das ist ja Blödsinn. Also, es sollte funktionieren. Aber gut. Den schicken wir jetzt mal, wenn er es findet, per Helfer noch die letzten 3, 4, 2, keine Ahnung, da lagen noch ein paar Ballen rum. Die soll der inzwischen Zeit mal abholen. Nein. Haben wir den denn da? Ziel setzen. Lassen wir den hier hinfahren. Und? Er macht's. So, und dann schnappen wir uns den Kleinen. Und mit dem werden wir erstmal... ja, wir machen erstmal hier die Gabel dran. Beziehungsweise den Ballenspieß. Und dann fahren wir mal kurz den Tieranhänger da vorne zur Seite. Und füttern mal unsere Tierchen, die ersten. Die müssen ja nicht hungern. So, und in Zwischenzeit könnten wir eigentlich... Ja, in Zwischenzeit nehmen wir den hier. Er stellt die Mühle. Ja, 700 Liter noch übrig. Das hat genau gereicht für die Felder. Dann suchen wir mal die Sämaschine. Ich glaube, die stand da drinnen. Oder auch nicht. Doch. Lassen den schon mal Weizen ansehen. Ich hoffe ja, dass das Saatgut reicht. Es wird halt auch nochmal interessant, das hin und her geliefert. Ach, da stand ja auch ein Sack. Genau. Na komm. Nicht ganz voll. Na gut. So, dann lassen wir den... Welches Feld machen wir denn Weizen? Wäre mir eigentlich am liebsten das größte, weil wir brauchen Stroh. Dann später für die Fütterung. Ja, wir machen die 3. Die 3 lassen wir den Weizen ansehen. In der Zeit füttern wir mal unsere Kühe und dann übernehmen wir das Ansehen einfach, wenn nicht. Ich denke mal, der wird seine Arbeit machen. Ich denke mal, der wird seine Arbeit nicht machen. Kommen wir hier echt nicht durch? Boah, ey. Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Käse? Ja, klasse. So, dann machen wir das so. Mal gucken, ob ich da durchpasse. Wenn der ausgeklappt ist, ja, sollte gehen. So, und jetzt schicke mir den weiter. Wo steht denn der jetzt? Hä? Bin ich blind? Ach, da. Nochmal Ziel setzen, da oben hin. Jetzt wird er wahrscheinlich meckern. Nee, er macht's. Ja, er fährt los. So, aber jetzt. Wer wird da wieder blockiert? Naja. Hier den Anhänger jetzt erstmal weg. Wir brauchen Platz. Mal zuklappen das Ganze. Eigentlich können wir den bis nach hinten fahren. Das ist genug Platz, weil Milch haben wir ja noch keine. So. Dann machen wir die Geschichte mal auf hier. Fahren mal die ersten Ballen da rein.
Probieren wir erstmal mit einem. Auch das ist halt auch blöd gemacht, dass man hier eine unsichtbare Wand hat. Ah. Ja gut, das haben die extra gemacht. Das ist, verstehe ich ja, aber es ist doof. Es müsste irgendwie sichtbar sein, wenn es nur so eine kurze Umrandung ist oder irgendwas. So, jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Das heißt, rein theoretisch müsste das jetzt... Der wird ja schon wieder blockiert. Will der mich jetzt ärgern? Also mit Anhänger haben sie es doch nicht so ganz. So, das müsste jetzt funktionieren, wenn ich das jetzt hier reinsetze. Von der Gabel wegnehme. Ja. Ja. Okay. Jetzt müssen wir gerade mal kurz gucken. Also was Anhängerfahren angeht bei KI, das könnt ihr vergessen. Das ist wirklich... Naja. Ansonsten haben sie die KI ja ganz geil umgesetzt, aber... Sobald die irgendwas Größeres dranhängen haben, funktioniert es nicht. Fahren wir halt selbst mal kurz. Die paar Meter. Da ist ein Schild geflogen. Und dann probieren wir mal, ob wir den heimfahren lassen können. Da wird er wahrscheinlich auch wieder irgendwo hängen bleiben. Wobei, wir fahren den jetzt selber heim. Ich glaube, sicher ist sicher. Und schmeißen die zwei Ballen direkt vor der, vor unserem Stall ab. Bei den zwei Ballen ist ja okay. So, das heißt hier jetzt runter. Ja, so langsam klappt es immer besser mit dem Weg. Mit der Wegfindung. Oh, ich glaube, das war wieder mal falsch. Ja, da freut man sich gerade, dass es ein bisschen klappt mit der Wegfindung. Schon wieder alles für die Katz hier. Naja, ein kleiner Umweg. Ist ja nicht so, dass es ganz falsch ist. Ach, obwohl, ich kann ja jetzt hier geradeaus rein. Okay. Wenn ich nicht wieder irgendwo hängen bleibe, naja. Gut. Ich weiß eh nicht, wie viel da reingehen. Könnte schon viel zu viel sein. Das sehen wir jetzt. Nee, geht da immer noch rein.
Wartet mal. Oh, der geht immer noch rein. Okay. Dann lagern wir uns mit nochmal so, was weiß ich, 5 Stück aus. 4 Stück, 5 Stück. Und wir haben 3 Stück jetzt reingeworfen. Dann haben die ja, nicht ganz die Hälfte. Nochmal 3, also 4 Stück bräuchten wir wahrscheinlich. Schmeißen wir uns mal 4 Stück raus. Ne, nicht 23. 4. Bams. Würde mich jetzt mal interessieren, ob wir alle 4 gehoben kriegen. Aber ohne Gewicht wahrscheinlich nicht. Das wird wahrscheinlich nichts. Ja, dann ist jetzt die Frage, ob wir die 4 Stücke fahren kriegen, ohne dass er irgendwie... Wohl, ich glaube, hängt er hinten in der Luft? Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, ich glaube, der hängt hinten ein bisschen in der Luft. Okay, probieren wir mal unser Glück. Versuchen wir das ganz geschmeidig und langsam. Das ist halt wieder der Vorteil an Lenkrad mit Pedalen oder an einem Controller. Ihr könnt halt wenig Gas geben. Mit der Tastatur wäre das jetzt ein Geruckel und dann wären die Ballen schon längst runtergeflogen. Blub, blub. Blub, blub. Ich glaube, auf den einen können wir doch verzichten, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Was wir aber jetzt, glaube ich, machen sollten. Ist so ein Durcheinander. Überall stehen irgendwelche Maschinen rum und Anhänger und hast du nicht gesehen. Eieieiei. Ja, Ordnung kriegen wir auch noch irgendwann hier rein. Ich bin sogar am überlegen, ob wir hier die Scheune abreißen und uns was anderes hinstellen. Aber da hatte ich ja auch schon gesagt, ich würde mir ganz gerne einen komplett eigenen Hof bauen und nicht hier so einen blöden Starterhof. Weil wie gesagt, hier ist das Problem. Gehen wir mal kurz in den Baumodus. Hier ist jetzt zum Beispiel das Problem, dass das Häuschen könnte ich nicht verkaufen. Das könnte ich nicht verkaufen. Hier hinten diesen komischen Hühnerstall könnte ich nicht abreißen. Hier die Hütte könnte ich nicht abreißen. Die würde wiederum gehen. Aber man hat halt hier jeden Schrott rumstehen und kann es nicht abreißen. Das heißt, da ist das Gelände für mich eigentlich uninteressant, weil ich baue halt gerne, das wisst ihr auch. Oder dekoriere oder wie man es auch nennen will. Deswegen würde ich mir ganz gerne mein eigenes Grundstück dann irgendwo kaufen. Brauchen wir aber erstmal Kohle. Und als Farmhaus ist sogar die Überlegung, ob man dann sagt, man macht sich ein baubares Objekt. Hier zum Beispiel das hier. Ist im Endeffekt günstiger mit dem Baumaterial und allem zusammen, als wenn ich mir ein fertiges hinstelle. Und die sind komplett begehbar. Also müsste man sich mal überlegen. Aber wie gesagt, dann kommt hier alles verkauft, das Grundstück verkauft, die Felder weg und dann werden wir komplett umziehen. Wo ich sogar schon am Überlegen bin, weil ich habe Lust, richtig groß zu bauen und schön zu bauen, ob wir uns wirklich dann in Zukunft hier oben die Ecke holen. Weil das ist komplett eben, ich kann es euch mal zeigen. Es ist komplett eben und ich sehe auch gerade, wir haben ja Unkraut an. Oh, das heißt, wir brauchen noch einen Striegel. Hier könnten wir eventuell was richtig Cooles hinbauen. Und ich bin sogar am Überlegen, den Bauernhof über mehrere Ebenen zu bauen. Also mal gucken.
So, den lassen wir jetzt hier mal stehen. Und, jetzt müssten wir uns eigentlich mal entscheiden. Hier gibt es gar nichts. Wir brauchen zumindest einen Anhänger. Können wir mal gucken. Hier bei Diverses ist, glaube ich, der Kleine drin. Oder auch nicht. Das Ding ist so ein Schwachsinn. 35.000 Euro dafür, dass das Ding, dass ihr das schieben müsst. Und das ist gerade mal hier, ja, 4,2 Meter. Also, nee. Komm dann lieber mit einem Trecker. Schwader. Naja, egal. Ich weiß jetzt nicht, wo der Kleine hänge. Doch, da ist er. Weil wir müssen Saatgut kaufen. Und dann nehmen wir auf keinen Fall den kleinen Anhänger. Ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Bei dem kann man die Seitenteile nicht öffnen. Der geht nur hinten auf. Und dann ist das mit Paletten und allem. Nee. Okay, also wir kaufen uns nochmal so einen Anhänger. Was ein Hin und Her. Weil wir müssen ja irgendwie den Kram beischaffen. Da würde ich sagen, hier den kleinen Farmteich für 6.000 ist auch gar billiger wie der andere. Weil wir wollen ja als Ballenwagen haben. Sprich, da können wir Paletten oder sonst irgendwas drauf schmeißen. Kann eigentlich so bleiben. Was ist Design 2? Ach, eine Batteriebox. Oder, nee, nix Batteriebox. Hier, Werkzeugkiste. So. Wir kaufen uns das Dingens. Und, ja, müssten jetzt eigentlich, wie sieht's denn bei dem aus? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Saatgut. Jetzt ist die Frage, gehen wir in Richtung Big Bag? Oder Paletten? Und bei Big Bag wäre ja, ich komme mit dem Menü echt noch nicht richtig klar. Frontlader, Werkzeuge. Genau, da gibt es nämlich für den Frontlader dann die Big Bag Lifter. Ich glaube, dann ist es einfacher. Wisst ihr was? Wir kaufen uns einfach vier Paletten. Vier Paletten Saatgut. 1260, 1260. Die haben sogar mehr drin für den Preis. Dann nehmen wir die. Nehmen wir zwei davon. Und dann bräuchten wir noch Düngestreuer. Da haben wir nämlich auch noch keinen. Also wir haben so einen, aber den will ich auf Kalk lassen. So einen brauchen wir dann noch und dann brauchen wir, wie viel hat denn das Ding? 14 Meter, ja eigentlich nix. Ja. Düngestreuer und einen Striegel brauchen wir nämlich dann bald. Während der ersten Wachstumsphase kannst du während der ersten Wachstumsphase kleines bis mittleres Unkraut, niedriges Unkraut. Ja, so ein Ding brauchen wir nämlich dann auch noch. Wir haben ja Unkraut an. Na gut, wir gehen jetzt erstmal, schnappen wir uns den kleinen Trecker. Ah, da brauchen wir noch eine Gabel. Wir haben ja keine Gabel. Frontlader, 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 Werkzeuge, Palettengabel, Pumps, kaufen. Und dann holen wir mit dem Kleinen jetzt schon mal soweit, das Saatgut ab. Na? So. So. Ich muss unbedingt mir mal das, den Joystick hier dran machen.
Kommt wieder das große Rätsel. Sind wir richtig, sind wir falsch? Ich glaube, hier müssten wir jetzt rechts und dann kommt die Brücke. Glaube ich zumindest. Das sieht man nicht. Ja doch, ist richtig. Okay. Ja, ein bisschen mehr ohne Karte fahren, um die Karte mal kennenzulernen. Also sonst hat man immer das Weggesuche. So, wie sieht denn das Ganze aus? Ey, Paletten stehen da eigentlich kacke. Ja, komm, dann machen wir erstmal den Anhänger ein Stück weg. Ja, mit dem Unkraut muss ich mir halt was überlegen. Oder einfach spritzen. Ja, gut. Da werden wir noch was finden. Wenn nicht, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Spritzen oder striegeln oder niederbrennen oder was auch immer. Ja, eh nur zwei Paletten, da kann ich die auch so jetzt drauf knallen. Das ist dann mit dem Teleskoplader viel, viel einfacher und ja, das mit der Maus ist halt so. Naja. Aber es geht ja. Es ist ja nicht so, dass ich sie nicht bewegen kann. Zack. Aber keine Spanngurte über die Paletten. Oh doch. Ah ja. Ja. Das ist halt meine Ladungssicherung. Man macht einfach die Palette fest und nicht das, was drauf ist. Das ist, glaube ich, sicher. Nicht überholt. Was die sich hier erlauben, ey. Und der setzt jetzt gleich wieder zum Überholen an. Und am besten gerade dann, wenn ich hier abbiegen möchte. So, jetzt nur die Frage, reicht es, wenn ich es auf dem Anhänger lasse und fahre mit der Seemaschine ran, dass er sie auffüllen kann oder muss ich sie dem reinladen? Erstmal Palette wieder frei. Die mal runter.
So. Okay, müssen wir ausprobieren. Ach, der hat schon fast. Das ist der letzte Streifen, oder wie? Oh, der letzte Streifen. Dann haben wir Weizen. Ich habe mir schon überlegt, ob wir vielleicht herkommen und pflanzen uns auch Hafer an. Also ein Feld Weizen, ein Feld Hafer und ein Feld Raps. Und hier hatte mir ja eigentlich gesagt, machen wir noch eine Wiese draus. Und mit dem Hafer könnten wir erstmal in Richtung Pferde gehen. Das wäre noch eine interessante Sache. Weil ich bin hier drinnen im LS25 noch nicht geritten. Würde ich halt auch ganz gerne mal testen, ne? Aber müssen wir mal gucken. Wobei, dann wäre der nächste Stall, den ich mir hierhin platziere und irgendwann bitte abreiße. Na gut, bis wir die Kohle haben, dass wir seinen eigenen Hof bauen können, so richtig. Das wird eh noch ein bisschen dauern. Wir haben kein Saatgut verbraucht. Das ist schon mal gut gearbeitet, aber das ist nicht Sinn der Sache. Aha. Füllen wir trotzdem die letzten paar Liter da rein. Um zu testen, ob das vom Hänger aus geht. Ja, es geht. Es geht. Und da wäre jetzt meine Überlegung, dass man sagt, hier machen wir Hafer und das nächste Raps. Dann hätte man einmal Getreide für Hühner plus Stroh für Kühe. Dann hätten wir Hafer für eventuell Pferde und Raps für den Verkauf. Ich denke mal, wäre gar nicht mal so schlecht. Aber gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns dann nächste Folge drum. Ich denke mal, ansehen könnten wir, glaube ich, alles, ja. Raps ist noch im Grün, den müssten wir, wir müssten erst den Raps machen. Nicht, dass ich auf die Idee komme und sage, okay, wir gehen mal schlafen. Wir machen dann erst den Raps drauf, den könnten wir auch mal selbst fahren. Also das muss ja jetzt nicht der Helfer machen, sonst haben wir nichts zu tun. Und hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Hafer. Hafer können wir erst ab März. Und ansonsten, Gras geht, glaube ich, immer. Nee, geht ja auch nicht immer. Müssten wir dann auch bald einsehen. Aber gut. Wie gesagt, Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.